Buenos dias, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar wieder ein gutes altes Food Diary. Ich habe euch wieder 4 Tage lang durch meinen Alltag mitgenommen, beziehungsweise durch meinen Food-Alltag. Ein Tag davon ist wieder betroffen, indem ich mal eine andere Essensrichtung ausprobiert habe, beziehungsweise versucht habe, nachhaltig und ohne Plastik zu essen. Ein sehr wichtiges Thema, worauf man eigentlich in Zukunft auch wirklich vermehrt achten muss. Vor allem die Situation gerade zeigt uns ja, dass Klimawandel existiert und man, selbst wenn es nur kleine Dinge sind, wie ja, auf Plastik zu achten bzw. zu vermindern, kann schon so viel geholfen werden. Und genau das einmal dazu. Halt euch nicht noch länger auf, wie immer viel zu lang, und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Food Diary und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche mit einfach nur hässlichem Wetter. Wir lieben es, wirklich. Wir lieben es. Ich verlange keine 35 Grad, aber wenigstens ein bisschen Sonnenschein kann doch wirklich mal drin sein. Unglaublich. Ich habe mir dummerweise, aber ich dachte, ich bin schlau, habe ich mir Anfang Juni meinen Ventilator für mein Zimmer bestellt und habe ihn vielleicht 3-mal verwendet bisher. Und der Sommer ist fast schon wieder rum. Naja gut, keine schlechten Vibes, ist wieder super, ne? Erster Tag und ich heule direkt wieder rum. Wir machen uns jetzt Frühstück und vielleicht im Laufe der Woche, im Laufe des Food Diaries, sehen wir mal morgens den Sonnenschein, wenn wir ganz fest dran glauben. Wir machen uns jetzt aber erstmal Essen, wie immer. Da habe ich auch schon ganz genaue Vorstellungen von und ewig nicht mehr gegessen. Es wird mal wieder die Haferflockenpizza. Ich liebe sie aber, weil sie einfach so unkompliziert geht, nicht aufwendig ist. Man eigentlich das meiste immer für da hat. Man kann ja einfach immer so ein bisschen variabel rumexperimentieren. Ich verlinke sie euch nochmal unten in der Infobox. Es gibt Haferflockenpizza. Jetzt der Pizza. Ich habe die jetzt schon mal mit Skier bestrichen, denn Freunde, ab morgen geht wieder Geräteton los. Ich hatte ja jetzt eine 2-wöchige Pause hinter mir. Und deswegen dachte ich, helfe ich jetzt schon mal ein bisschen nach mit Protein, dass das morgen hoffentlich gut wird. Hier haben wir einmal meine Zutaten bzw. die Belag-Toppings. Und zwar Erdbeeren, gefrorene Mangostücke. Die habe ich jetzt noch ein bisschen auftauen lassen, 15 Minuten, aber die sehen jetzt noch nicht ganz aufgetaut aus. Egal. Dann gibt es dazu Heidelbeeren und gefrorene Himbeeren, die ich auch auftauen lassen habe, die ebenfalls noch sehr tauig aussehen, aber gut, egal. Die Pizza ist ja noch relativ warm. Ich denke, das schmilzt dann hoffentlich schnell. Das belege ich jetzt mal Flotti-Karotti. Lasst es kurz auf euch wirken. Ich bin so stolz drauf, die sieht so schön aus und die ist jetzt auch gleich meine Insta-Story wert. Doch, die sieht hübsch aus. Das ist jetzt meine fertige Frühstückspizza. Ich habe jetzt natürlich noch Kokosraspeln drüber gegeben. Agavendicksaft habe ich auch noch oben drüber gegeben. Und das werde ich jetzt essen. Und da freue ich mich sehr drauf. Also, das sage ich oft, aber ich freue mich wirklich übertrieben darauf. Heute bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ihr gebt es mal etwas Leichteres. Ich habe jetzt gerade Reisnudeln aufgekocht. Es gibt nämlich jetzt einen asiatischen Reisnudelsalat. Und da habe ich mich inspirieren lassen von der lieben Marike Emilia. Kennen bestimmt auch einige. Ich hatte nämlich letztens ihre Insta-Story gesehen. Da hat sie so einen Ausschnitt von ihrem TikTok hochgeladen. Und es sah so unfassbar lecker aus. Und als ich auch noch gesehen habe, dass das nur 10 Minuten dauert, habe ich mir das auf jeden Fall mal gespeichert. Und ja, jetzt einfach mal ganz frech nachgemacht. Kann ich gerade mal zeigen, hier ist auch schon alles fertig in den Startlöchern. Hier sind die Reisnudeln. Das kommt jetzt gleich noch als Topping oben drauf. Ein paar Frühlingszwiebeln und noch ein bisschen Gurke. Und hier haben wir den Räuchertofu mit Paprika. Und ja, das kommt jetzt nach und nach alles in die Schüssel. Kommt jetzt noch Sojasauce rein, Tofu-Gemix und dann als letztes die beiden Sachen hier. Und dann können wir auch schon essen, mein Bruder. Und ich freue mich da voll drauf. Ich muss nämlich sagen, ich bin auch ganz gut von der Frühstückspizza gesättigt. Deswegen ist so ein leichter Reis und Salat ganz lecker. Und ich bin eh gespannt drauf. Ich habe sowas noch nie gegessen. Wird cool.
Mit Kohl. Das ist jetzt mein fertiger Reissalat. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch alles oben drauf geklatscht und das kann jetzt gegessen werden. Ich finde, es kann sich sehen lassen. Es sieht jetzt nicht so gut aus wie Marikes. Aber das ist jetzt auch kein Weltwunder. Hauptsache es schmeckt. Aber es riecht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wie schmeckt es? Mein Bruder probiert schon. Ja, echt? Geht, ja. Oh, siehst du mal. Sogar mein Bruder schmeckt es. Also das muss was heißen. Ich verlinke es euch mal unten. Von diesem Teller hier zum Nachtisch. Ich habe mir noch Obst von heute Morgen noch beiseite gelegt, was zu viel war. Das ist jetzt quasi mein Nachtisch. Ganz gewöhnlich aus der Tasse. Ich esse hier gerade noch ein Maxi King. Unfassbar lecker. Hello und good evening. Ich mache mir jetzt wieder Abendessen. Und zwar, das war überhaupt nicht geplant, wirklich nicht. Aber heute ist so ein richtiger, ich esse einen Tag lang nach Influencern. Ich hatte ja heute Mittag erst den Salat von Marike nachgemacht. Und jetzt habe ich gesehen, ich habe wirklich die beste Mama auf Erden. Ich kann es nicht oft genug sagen. Sie hat hier diese Burgerbrötchen gesehen. Das sind so Proteinbrötchen. Sind auch low carb. Hat sie mitgebracht und meinte, sie hat da an mich gedacht. Und ich glaube, ihr Plan war eigentlich, dass wir das irgendwann mal die Woche machen. Und nicht schon heute Abend, aber ich habe jetzt so Lust und ich habe wieder so Hunger, weil das heute Mittag ja doch ein bisschen leichter war, das Essen, dass ich mir jetzt Burger mache. Und zwar habe ich mich davon der lieben Ischi inspirieren lassen. Und zwar wollte ich ihr schon immer mal ihre Halloumi-Burger nachmachen. Und wir hatten eh noch Halloumi da. Den hatte ich irgendwann mal noch vor Quarantine auch gekauft. Den will ich jetzt auch mal loswerden, habe da richtig Lust drauf. Und Zucchini hatte ich auch noch über. Das heißt, ich gebe jetzt gleich ein bisschen Ei. Dann lege ich die noch anschließend in Paniermehl, brate die an mit Halloumi und dann mache ich da draus meine Burger. So einfach ist es und so lecker. Ich weiß, looks not good, aber der Halloumi-Käse ist der Hammer. Wirklich, ich liebe Halloumi-Käse und das quietscht so geil. Hört man es? Love it. Hab auch schon die gute Soße gemacht. Und zwar Alpro mit einer Balsamico-Creme. Italienische Kräuter sind auch. Mein Fingernagel ist abgebrochen. Toll. Ist auch drin. Habe ich auch reingemacht. Und dann kann ich jetzt gleich essen. Ich mache übrigens für meinen Bruder auch eine Portion. Der wollte auch was. Freut mich, weil eigentlich ist er nicht so ein Veggie-Fan, aber ne? Das Leben ist kein Wunschkonzert. Pech gehabt. Oh. Mal wieder viel zu viel. Aber das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Oh, das sieht richtig gut aus. Und die Brötchen, die riechen richtig gut. Runde 2. Nochmal genau exakt dasselbe. Und der ist gefühlt 5 Meter hoch. Aber das gefällt mir. Ich mag die echt richtig gerne. Ich bin eigentlich kein großer Hanuta-Fan. Aber die Variante mit Cookies oder die mit Brownie ist einfach anders geil. Wirklich, also ich habe dafür keine Worte. Und danach werde ich dann Zähne putzen. Ich habe extra damit gewartet. Ich schlauer Fuchs. Hello, friends. You've missed it. Ich bin endlich wieder in Arnes Küche. Und werde mir mal wieder mit euch hier zusammen ein Frühstück machen. Wir sind hier wieder in ganz alter Gewohnheit. Ich bin raus aus Quarantine. Ich muss ein bisschen leiser sprechen. Ich glaube, seine Familie arbeitet schon im Homeoffice. Ich mag da nicht so laut rein. Jedenfalls ist heute wieder Gerätetouren dran. Heute ist Mittwoch, heute ist Gerätetouren. Freitag auch nochmal und dann ist schon nächste Woche Mittwoch die Prüfung. Sehe ich auch so, ja. Heute das erste Mal esse ich wieder zum Mittag bei ihm. Wir werden wieder nice Stuff sehen. Ich freue mich wirklich. Ich habe es wirklich vermisst, die Königin auf der Erbse zu sein, die mein Taxi Essen gekauft kriegt von seiner Mama. Okay, ich mache jetzt Frühstück. Der Arnes liebt übrigens immer noch. Deswegen mache ich mir alleine Frühstück. Es wird ein Porridge. Denn mehr ist nicht da. Und eigentlich habe ich nicht so Lust auf Porridge, muss ich sagen. Weil das vor allem immer im Gerätetum ein bisschen sehr stopft und voll macht. Aber andererseits ist es mir so egal. Ich bin einfach nur happy, wieder hier zu sein. So, wir machen das jetzt. Ich nehme jetzt noch etwas Gel, weil umso mehr Protein, umso besser. Ich habe dann irgendwie den Eindruck, dass heute alle Muskeln aktiviert werden.
Ob das nur Einbildung ist, weiß ich nicht. Aber ich hau jetzt alles rein, was geht an Proteins. Also, Skier. Okay, Friends, das ist es. Es ist jetzt wie immer kein Masterpiece. Ich habe mir jetzt ganz unten Skier, wie gesagt, reingemacht mit Kokosproteinpulver. Weil Schoki und Kokos in Kombi der Shit ist. Genauso wie Himbeeren und Schoki. Und deswegen habe ich auch noch Himbeeren in mein Porridge reingekocht. Oben drüber finden wir Mandelmus. Also für die nötigen Proteins. Noch ein paar Nüsse. Ich weiß, dass ich maßlos übertreibe und dass das nichts bringt. Entweder kann ich tun oder ich kann es nicht. Aber alles für die Einbildung. Einbildung ist auch eine Bildung. Und dann noch ein Klecks Himbeermarmelade, weil das einfach lecker ist. Und Himbeeren lecker sind und Marmelade lecker ist. Deswegen ein Klecks Marmelade auf meinem Porridge. Und das werde ich jetzt noch schnell essen. Und dann geht's los zum Gerätetunen. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich, denn dann ist es fast rum. Schaut, wer wieder in der Kamera ist. Hallo. To the video. There he is again. Hatten schon einige nach mir gefragt. Da ist er wieder. Wir gehen jetzt wie in guten alten Zeiten. Unten essen. Es hat geklingelt. Das heißt, es gibt jetzt Essen. Wir decken jetzt Tisch und dann freue ich mich. Ich hatte nämlich schon Hunger. Und Touren? Touren war gar nicht so scheiße, wie ich dachte. Let's go. Was gibt's eigentlich? Keine Ahnung. Lass Gut. dich überraschen. Mach ich. Ich liebe Überraschungen. Wasser schmeckt mir nicht, dann nicht. Ich habe schon ein bisschen Angst. Nein, bei euch schmeckt alles. Ja. Ich glaube, mir hat noch nie was nicht geschmeckt. Hallo Freunde, ich sehe aus wie so ein richtiger Lump. Was soll ich sagen? Es ist Klausurenphase, also da kann man einfach nur schrottig aussehen. Na. Wir machen uns jetzt Abendessen, gell? Mhm. Wir essen heute ganz langweilig Aufbackbrötchen. Aber wir essen gute Aufbackbrötchen. Natürlich die besten, hoffentlich. Ja, und zwar die von, oh, mein Kopf ist so voll. Ach, das schaffst du. Ich habe so viel gelernt, ich kann nichts mehr. Ich weiß gerade noch so, wie ich heiße. Wie heißen die noch? Koppenrad und Wiese. Aufbackbrötchen sind's. Ja, die machen wir uns jetzt. Und belegen die jetzt mal unten, gell? Die sind eh gleich fertig in 5 Minuten, oder? Sie. Cool, ich hatte nämlich Hunger. So, ich mache mir jetzt gerade noch mal die Reste vom Mittagessen heute warm. Es gab ja heute so eine Veggie-Bolognese. Die mache ich jetzt einfach warm und dann kommt die auch aufs Brötchen. Das klingt vielleicht jetzt eklig, aber es ist lecker. Trust me. So, ihr Lieben, das ist jetzt das fertige Endergebnis. Ich habe jetzt noch mein, wir können es schon Pizzabrötchen nennen, ein bisschen aufgewertet. Und zwar habe ich ja, wie gesagt, Hackfleischsoße einmal drauf gemacht. Wirklich, das ist richtig geil. Das müsst ihr mal ausprobieren mit Brötchen. Unten drunter noch ein bisschen Frischkäse. Da habe ich den veganen verwendet von Simply V. Der schmeckt mir auch richtig, richtig gut. Oben drüber ist jetzt noch Gouda-Käse. 2 Scheibchen Jalapenos für die Schärfe. Ich mag das richtig gerne so in der Kombi. Danke auch nochmal für die Info von einer Zuschauerin, dass Parmesan nicht vegetarisch ist. Das habe ich tatsächlich wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, hatte heute Mittag auch noch Parmesan drauf. Jetzt habe ich wirklich mal nachgeschaut und da ist tatsächlich, ich glaube, irgendwie Kalblab oder so drin. Und deswegen werde ich mich jetzt, obwohl es ein sehr schmerzhafter Prozess wird, weil ich Parmesan wirklich über alles liebe, aber ich werde mich jetzt auf jeden Fall davon trennen, mag das auch nicht mehr essen. Danke nochmal für die Info an der Stelle. Genau, jedenfalls Gouda-Käse, Jalapenos und dann noch als süße Speise gibt es, wie immer. Meine geliebte Himbeermarmelade. Ich glaube, ich gehe euch damit schon auf den Sack. Aber es ist halt so, ne? Es ist halt gerade so fave. Immer noch. Und genau, auch jeweils mit Frischkäse. Und hier ist auch noch ein bisschen Veggie-Hack über. Das löffel ich einfach so, weil ich das auch voll nice finde. Ja, das ist jetzt unser Abendessen. Wollt ihr auch mal Arnes sehen? Nein, das will ich nicht zeigen. Freunde, meins sieht schon nicht wirklich ansehbar aus. Aber Arnes sieht ja noch unästhetischer aus. Also meins ja auch nicht, aber oh Science hat echt nochmal eine größere Stufe erreicht. Aber es soll ja auch nur schmecken, Freunde, ne? Und dazu, was gibt's hier? Beeren.
Irgendwelche Beeren. Das sind keine Heidelbeeren, sondern wir wissen nicht, was das ist, aber... Wir müssen auch mal nochmal fragen. Ei, was haben wir denn hier? Es gibt jetzt noch was Süßes zum Nachtisch. Ich hatte zwar Marmeladenbrote, aber was Kleines, Feines, Süßes muss noch sein. Und die kenne ich auch gar nicht. Das ist so eine... Ei, hi, Zeki. Oh, hi, Baby. Ja, du riechst auch, dass ich die Schoki habe. Das ist so eine Mandel-Duck-Schoki. Und ich mag Mandel, ich mag dunkle Schokolade. Habe ich noch nie gegessen, muss mit hoch. Ist zwar nicht mehr so viel über, aber dann esse ich auch nicht die ganze Tafel. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Morning! Nachdem wir jetzt, ich glaube, schon dreimal Süßes zum Frühstück hatten, gibt es heute mal zur Abwechslung was Deftiges. Aber eigentlich auch nur, weil ich ein bisschen Resteverwertung ausüben möchte. Und zwar hatte ich gestern ein Video gedreht, das ist auch schon längst online gekommen, wenn ihr quasi mit Food Jerry seht. Da habe ich am Dienstag, es ist noch zu früh. Da habe ich am Donnerstag eine Runde Sachen gegessen und am Sonntag hochgeladen. Ja, richtig erzählt. Gut, ich habe jetzt halt noch 3 Wraps über und die müssen weg. Und ich mag jetzt nicht schon wieder süße Wraps machen, obwohl die sehr, sehr lecker waren. Und zweitens habe ich auch leider keine Bananen mehr dafür. Sonst hätte ich es vielleicht schon ein zweites Mal gemacht. Aber ich mache mir jetzt einfach daraus was Deftiges. Und zwar befülle ich jetzt meine Wraps mit Rucola, Hummus, Hummus, getrockneten Tomaten. Die sind dann auch langsam leer. Aber ich mag die echt so, so gerne. Also ich muss die mir das nächste Mal wieder nachkaufen. Und 3 Eier hatten wir noch da. Mache ich rein. Genau, das wird es dann gleich. Mal schauen. Sonst nichts wirklich da. Ich habe mir jetzt doch nur 2 Wraps gemacht, weil 3 da noch ein bisschen viel sind. Habe mich da ein bisschen überschätzt, aber es müsste jetzt auf jeden Fall reichen, sonst mache ich mir noch ein 3. Aber ich glaube, das langt. Dann habe ich noch den übrigen Rucola einfach noch so zum Snacken auf dem Teller gemacht. Ein paar Tomätchen und noch das restliche Ei. Und das ist jetzt mein Frühstück, freue ich mich sehr drauf. Tatsächlich, ging auch mega schnell. Like it. Looking good. Was ich da sehe, mein Bruder ist gerade am Käsespätzle zubereiten für uns. Und zwar gibt es überbackene Käsespätzle mit Zwiebeln, Emmentaler Käse. Wie lange dauert es noch? 20 Minuten. Okay, halte ich aus. Ich freue mich, wir hatten schon so lange keine Käsespätzle mehr. Fleißiges Bienchen bist. Und einwatzen kannst du auch gut wie ich. Krass. Also Freunde, man sieht hier gefühlt nur Käse. Käsespätzle sind hier nicht mehr vorzufinden. Und Käse hast du echt gut gemeint. Ja, das sind auch Käsespätzle. Ja, das sehe ich. Lunch is done. Made by the Prada. Werden wir jetzt essen. Yummy. Yum. Zimt-Zinni-Mini-Snack mit Erdbeeren habe ich noch eingeschnitten und Milch. Ich habe es schon so lange nicht mehr gegessen, aber ein sehr, sehr leckerer Snack, wie ich finde. Having a snack again. Das war jetzt wieder hier dieses angebissene, ich habe schon reingebissen, Freunde. Ein Kinder Bueno in glutenfreier Variante. Ist echt mega lecker und ich hatte eh noch welche über. Freunde, ich bin hella excited. Ist jetzt sehr spontan, deswegen hatte ich heute Mittag ja noch Käsespätzle. Hätte ich gewusst, dass ich jetzt noch heute Abend essen gehe. Hätte ich natürlich was anderes gegessen, was leichteres. Aber so ist das halt. Spontanität muss sein. Ich gehe jetzt trotzdem mit. Und zwar mit 2 Freunden. Das wird bestimmt richtig lustig. Da freue ich mich jetzt voll drauf. Und wir gehen zum Italiener. Irgendwas schmauseln. Ich weiß noch nicht, ob ich Nudelnpizza oder einen Salat esse. Ich habe auch ehrlich gesagt gerade gar nicht so großen Hunger. Aber ich hatte auch eben wieder Gerätetouren. Und übrigens ist es nicht so scheiße gelaufen wie in der Story, falls ihr mir da folgt. Das war halt gegen Ende. Ich hatte halt keine Kraft mehr. So wirklich, also da konnte ich nichts rausholen. Deswegen denke ich, kommt der Hunger jetzt bestimmt noch im Laufe und wenn ich das Essen da rieche. Also ich freue mich voll. Es ist das erste Mal, dass ich wieder essen gehe nach Carentine. I'm hella excited. Freunde, ich bin gerade mit den guten Leuten unterwegs. Ich habe mir eine vegetarische Lasagne bestellt. Schaut euch die mal an, die sieht so gut aus und sie ist so groß. Love it. Darf ich euer Essen auch zeigen? Hier ist einmal Penne mit Sahnesoße und Spinat, gell? Mhm. Und Parmesan. Ein Knoblauchbaguette und Pesto-Nudeln, hast du schön gezeigt. Einmal Dark Chocolate für den jungen Herrn, für mich Joghurette und Cookies, gell? Mhm. Ohne Eis geht nichts. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute Sonntag und endlich scheint mal die Sonne. Ich bin so happy. Also sie scheint wirklich von vornherein heute schon. Als ich aufgestanden bin, war die Sonne da.
Und bleibt wahrscheinlich auch bis heute Abend. Das freut mich mega, mega doll. Ich glaube, die nächsten Tage soll es auch so werden. Deswegen stimmt mich das schon mal sehr happy. Heute ist wieder der Tag der Tage. Ich wollte wieder nach einer bestimmten Essensrichtung essen. Ich habe mir heute überlegt, mal einen Tag wirklich komplett plastikfrei zu essen. Das heißt, ich war auch gestern Abend noch, ich kann euch mal ein kurzes Video einblenden. Ich war da so stolz drauf. Mein Einkauf sah so umweltfreundlich aus. Ich habe auch mal gemerkt, wie schwierig das eigentlich ist. Also ich war länger einkaufen denn je, obwohl ich gar nicht so viel eingekauft habe, weil ich halt das erste Mal wirklich zu 100% drauf geachtet habe und darauf achten wollte. Und mir auch gestern mal wieder gezeigt hat, dass man da auf jeden Fall, dass da noch Luft nach oben ist und dass man da wirklich auch in Zukunft mal besser drauf achten könnte. Wenn man auch gerade die Überflutung bedenkt in Nordrhein-Westfalen. Also ich glaube, das sagt alles aus. Der Klimawandel kommt und es ist auf jeden Fall noch Zeit, was zu bewegen und was zu tun. Und deswegen habe ich mir überlegt, ist das vielleicht eine ganz sinnvolle Idee und auch eine, ja, schöne Idee. Also genau, das ist jetzt sowieso mein Ziel für die Zukunft, da einfach mehr drauf zu achten. Und wir machen uns jetzt Frühstück. Da war ich ein bisschen unkreativ, muss ich sagen. Ich war einfach nur froh, dass ich irgendwas gefunden habe. Und zwar machen wir uns Joghurt aus dem Glas von Ermann ist denn mit 1,5% Fett. Ich mag ja 3,5 nicht so, weil ich es von der Textur her einfach besser finde und es schmeckt mir einfach besser. Deswegen machen wir uns einmal Joghurt. Dazu gibt es einmal eine schon sehr braune Banane. Aber dafür gibt es ja wenigstens ein bisschen süßer, habe ich mir gedacht. Die hatten wir eh noch da und die hatten wir damals auch plastikfrei gekauft. Also es ist, glaube ich, auch schwer, Bananen in Plastik einzukaufen. Also die hatten wir noch über. Dann hatten wir noch eine Nektarine über. Die war auch plastikfrei, also die kann ich heute auch verwenden. Und eine Birne, die habe ich mir gestern gekauft beim Real. Und ja, das wird mein Frühstück. Um das Ganze aber noch zu perfektionieren, gibt es noch ein bisschen Marmelade. Die hatten wir ja eh noch da und die ist auch aus Glas. Keine Sorge, Freunde, ich habe jetzt heute nicht alles aus Glas gekauft. Fertiges No Plastic Breakfast. Marmelade habe ich jetzt gerade noch drauf gegeben und dann noch ja, mein letztes bisschen Haselnussmus. Das ist jetzt auch leer. Hat immerhin gute, ich glaube, 3 Monate gehalten. Ja, war auf jeden Fall lecker. Und das werde ich mir jetzt genehmigen. Zum Mittagessen gibt es jetzt Ofengemüse und so habe ich das eh schon länger nicht mehr gemacht. Ich habe da jetzt einfach lose Paprika geholt, einmal rot und gelb. Sind die besten Paprikasorten, wobei die Orangene auch noch lecker ist, aber oh, wirklich, ich liebe Paprika. Dann eine Aubergine, eine Süßkartoffel, damit das Ganze auch satt macht. Und man liebt es wirklich. Ich habe meinen Nagel so lang bekommen, ohne dass er abbricht und schneidet ihn mir doch gerade wirklich bis an die unterste Kante ab. Ich habe keine Worte dafür. Egal, jedenfalls ist jetzt mein Ofengemüse dafür fertig und auch schön bunt. Kommt jetzt noch etwas Olivenöl drüber, Geizmanet. Aufpeppen tun wir das Ganze jetzt noch mit Pfeffer, Kräutersalz, Paprikapulver, scharfes Paprikapulver und Knoblauchpulver. Gebe ich jetzt noch alles drüber und dann kann das für gut eine halbe Stunde, glaube ich, in den Backofen und dann kann gegessen werden. Ich freue mich da wirklich voll drauf. Wird ein Schmaus. Den Joghurt werde ich jetzt noch ein bisschen verfeinern mit Kräutern, ein bisschen Sojasauce. Mal gucken, was ich finde, aber einfach, dass es das alles noch ein bisschen schmackhafter macht, denn nur Gemüse mit bisschen Gewürzen schmeckt dann doch nicht ganz so lecker, finde ich persönlich. Deswegen mache ich mir jetzt ein Süßchen und dann können wir essen. Yay, fertig. Let's have a taste test. Mhm. Also die Konsistenz vom Gemüse, perfekt. Musste auch ganz schön lang warten, dass es jetzt so schmeckt, wie es schmeckt, aber mega lecker und die Soße, die hat noch ein bisschen Potenzial. Aber ist voll lecker. Zum Snacken mache ich mir jetzt eine Wassermelone und zwar hatte ich sowieso Glück. Die war gestern reduziert auf, ich glaube, 2 Euro. Normalerweise sind Wassermelonen ja relativ teuer. Ich hatte gestern allgemein großes Glück, weil im Real so ein Angebot war, dass jegliches Obst und Gemüse um 20% reduziert ist. Einfach so. Es war quasi deren Werbung. Das war sehr passend dann gestern. Und auch diese süße Wassermelone hier hat nur 1,99 Euro gekostet. Und normalerweise gebe ich immer für Wassermelonen 4 Euro oder so aus und sie schmecken am Ende scheiße. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass sie gut schmeckt. Ich habe extra euren Test angewendet und vorher auf die Wassermelone geklopft und sie klingt stumpf. Deswegen habe ich es jetzt mitgenommen. Ich habe nur gerade ein bisschen Angst, dass ich das verwechselt habe und man keinen stumpfen Ton hören sollte, sondern quasi ein
festen, wisst ihr, was ich meine? Aber es ist dumpf. Naja, wir probieren es jetzt aus. Let's pray! Mhm. Sie schmeckt lecker. Das ist gerade die erste Wassermelone, die mal schmeckt. Den Moment müssen wir festhalten. Die erste Wassermelone, die ich gekauft habe und geschmeckt hat. Also, da lag ich wohl richtig. Dumpfer Ton, gleich gute Wassermelone. Euer Tipp ist Gold wert. Ohne eure Tipps wirklich, wo wäre ich da? Wahrscheinlich auch in der Küche mit einer ekligen Wassermelone. Snack ist jetzt hier die gute Watermelon, die wirklich vorzüglich schmeckt. Und dann noch die Reste von heute Morgen. Also Banane, Birne und ein bisschen Nektarine. Und das werde ich jetzt zusammen essen. Obst ist schon was Leckeres. Mm. Freunde, also der Hunger, der ist da wie noch nie. Ich habe gerade meine Übungsklausur, meine Übungshausklausur, abgeschickt. Und mein Kopf brummt, mein Magen brummt, alles brummt. Und ja, deswegen mache ich mir jetzt Abendessen. Ich freue mich sehr und ich habe es mir jetzt wirklich verdient, weil ich glaube, ich kippe gleich um. Ich kann schon nicht mehr reden, seht ihr? Ich habe immer noch von meinem Ofengemüse was über, denn keiner von meiner Fam wollte was davon. Ob ich das jetzt als ja, Vorteil sehen soll oder als Beleidigung sehen soll, ich glaube, ich sehe es als Vorteil. Jetzt habe ich mein zu essen. Dazu gibt es noch ein Süppchen, und zwar eine Kürbissuppe. Ich hatte mal wieder Lust auf eine Suppe und deswegen habe ich mir eine Kürbissuppe geholt. So einfach ist es. Und dazu mache ich mir noch einen Gurkensalat. Schneid mir eine Zwiebel auf mit Öl, Kräutern, alles, was ich halt finde. Und das wird das Abendessen. Mein letztes Meal ohne Plastik verwendet zu haben. Und zwar, wie gesagt, meine Kürbissuppe. Oh, die dampft auch noch richtig. Ich lieb's. Dazu mein Gurkensalat und das Gemüse von heute Mittag. Ich glaube, ich mache mir sogar das Gemüse in die Suppe. Ich glaube, das ist ganz geil. Vielleicht so? Ja. Und Besuch habe ich auch wieder, gell? Ja, ich spreche nicht von, ja, jetzt haut's ab. Die Suppe ist ja mal sowas von der Hammer. Mmh. Also ich muss mir mal das Glas merken und die öfter holen. Also die schmeckt echt wie selbstgemacht, aber hat auch 2,99 Euro gekostet. Also da kann ich mir die Suppe eigentlich auch selbst machen für den Preis. Aber wenn es schnell gehen muss, ne? Eine große Empfehlung. Mein Gurkensalat können wir auch mal gerade testen. Da habe ich einfach nur rein Olivenöl, dann Basilikum, also getrocknete Basilikumkräuter und ein bisschen weißer Essig. Und Zwiebeln natürlich. Mmh. Ich habe schon ewig keinen Gurkensalat mehr gegessen. Ja, das kann man alles essen, unterschreibe ich so. That's it. Das war's mit dem Video. Schön, dass ihr bis hierhin noch dabei wart. Freut mich wirklich sehr und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ich euch inspirieren konnte und dass wir uns hoffentlich wieder am Sonntag zu einem neuen Video sehen. Bleibt mir bis dahin auf jeden Fall gesund, passt auf euch auf und ja, genießt mir auch das schöne Wetter. Endlich ist es immer sonnig. Hurra! Macht's gut, ihr Lieben. Ciao!